Probat ist alt, traditionell, Maschinenbauer, Familienunternehmen. Aber Probat ist auch, und da lege ich großen Wert drauf, ein ganz innovatives, modernes Unternehmen. In der gesamten kaffeeverarbeitenden Industrie sind wir die, die die Leistung bringen, die dafür sorgen, dass Kaffee wirklich wie Kaffee schmeckt. Denn am Rösten hängt es, am Mahlen hängt es, wie Kaffee nachher schmeckt. 2 von 3 Tassen, die in der Welt getrunken werden, werden auf Probat geröstet, werden auf unseren Maschinen hergestellt, werden mit unseren Maschinen veredelt. Überall dort, wo Kaffee getrunken wird, ist Probat präsent. In einer globalisierten Welt ist es in der Praxis kaum realisierbar, ein Weltpatent auf Maschinen und Anlagen zu bekommen. Die Erfolgsideen von Probat wurden immer öfter kopiert. Um sich diesen Herausforderungen zu stellen, waren Flexibilität und Innovation gefragt. Wim Abbing veränderte das bisherige Geschäftsmodell und entwickelte Probat von der Produktführerschaft zum Maßschneider mit individuellen Kundenlösungen. In den letzten 10, 15 Jahren hat sich dieser Markt unglaublich gewandelt. Und für uns war es die Herausforderung, vorne dabei zu sein, diesen Wandel mitzugestalten und mit unseren Kunden gemeinsam diesen Markt zu entwickeln. Der Markt veränderte sich vom Produzenten zum Kundenmarkt. Eine Revolution auch innerhalb des Unternehmens. Heute arbeiten Teams ganz kundennah an den Projekten. Probat investierte gezielt in Know-how, Mitarbeiter, Aus- und Weiterbildung. Sichtbarer Meilenstein: ein neues und hochmodernes Forschungs- und Entwicklungszentrum, in dem individuelle Anlagen erdacht, entworfen und erprobt werden. Kunden aus aller Welt nutzen heute diese einzigartigen Möglichkeiten von Probat. Für diesen mutigen Schritt in eine neue Welt erhält Wim Abbing den Clever Unternehmerpreis 2013.